Jetzt hat mich die Kamera auch wieder gefunden. Wunderbar. Ich begrüße auf unserem Podium vier interessante Gäste aus allen möglichen Perspektiven. Gleich neben mir haben wir Aurélie Gavin. Sie ist quasi so die Perspektive der freiwilligen Arbeit. Selbst wird sie einbringen. Gleich daneben haben wir Nicolas Galladay aus der quasi Zürcher Stadt Winterthur. Er ist der Vorsteher des Departements für Soziales der Stadt Winterthur. Dann eine Person, die wir wahrscheinlich gut kennen, Christa Markwalder von der FDP Bern. Und dann noch ein viel, viel, viel beschäftigter Mann, also wahrscheinlich seid ihr alle, aber bei ihm weiß ich es. Das ist der Gerhard André, ursprünglich quasi Mitgründer der Web- und Softwarefirma Leap, unterdessen auch bei der Grünen Partei von Fribourg aktiv unterwegs. Wir werden nun gemeinsam entlang von insgesamt vier Thesen die Möglichkeiten der freiwilligen Arbeit in Zukunft beleuchten aus verschiedensten Perspektiven. Wir werden uns die Frage stellen, wie sieht die freiwillige Arbeit der Zukunft aus? Und vor allem, was können wir aus der Politik, als Städte und Gemeinden, aber auch als Unternehmen für die freiwillige Arbeit tun? Jetzt ist es oftmals so, diese Podien haben so die Tendenz, dass sie ein bisschen langatmig sind oder ein bisschen gar harmonisch. Und deshalb haben wir so einen kleinen Kodex. Es ist eigentlich verboten zu sagen, ich möchte mich dem anschließen. Oder wie schon der Gerhard gesagt hat. Das heißt, ich habe die Podiumsteilnehmenden ermutigt, auch etwas kontrovers zu sein und vielleicht auch unterschiedliche Meinungen zu haben. Diese kontroversen Charakter könnt auch ihr zu Hause mit beeinflussen. Das heißt, ihr könnt jederzeit den Chat öffnen, eure Fragen an meine vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Chat schreiben und entsprechend werde ich dann diese Fragen aufnehmen. Übrigens, danke sehr in den Chat. Viele Grüße an Patrizia Mengadin. Schön, habt ihr keinen Nebel. Gut. Also, erste Frage. Eigentlich geht die an alle. Hand hoch. Und keine Welle. Hand hoch. Wer von euch hat sich schon mal freiwillig engagiert? Ja, guck eins. Sie können gar nicht sagen, Sie hätten es nicht gemacht. Also, beginnen wir mal gerne gleich da in der Mitte. Christa Markwald, ja, erzähl uns doch mal, persönliches Leben, was war es? Und weshalb hast du dich freiwillig engagiert? Oder tust du es immer noch? Ja, ich engagiere mich immer noch freiwillig. Das gehört ein bisschen auch zur Politik und zu unserem Milizsystem. Ich habe mich in der frühen Jugend schon im Sportbereich vor allem engagiert, habe kleinen Kindern Eislauflektionen gegeben, später auch in der Kultur. Ich bin seit 1992 Mitglied unseres städtischen Orchesters, das leider dieses Jahr schon zum dritten Mal das Konzert absagen musste. Aber auch dieser Verein lebt nur dank viel Freiwilligenarbeit. Und ich habe auch schon das Forum Freiwilligenarbeit präsidiert, das seinerzeit aus dem UNO-Jahr der Freiwilligenarbeit hervorgegangen ist und eigentlich sämtliche Dachorganisationen aus dem sozialen Bereich, aus Kultur und Sport, Kirche unter einem Dach zusammengefasst hat, um die Freiwilligenarbeit zu fördern. Und auf diese Instrumente werden wir wohl noch zu sprechen kommen. Definitiv, okay. Ich stelle mir jetzt die Frage, aber das stelle ich dir dann am Mittag, wie du sonst noch irgendwie zum Arbeiten kommst, nebst all diesem Engagement. Beeindruckend, danke vielmals. Christa Markwalder. Ja, ich gebe das Wort gleich dem Gerhard André. Ja, wie sieht es bei dir aus? Was und weshalb? Ja, also angefangen hat es eigentlich wirklich so mit 14, 15, als wir bei uns in der Gemeinde die Jungwachblau-Ring neu wiederbelebt haben. Es gab früher eine und die war dann plötzlich weg, während fast einem Jahrzehnt. Und meine Freunde und ich haben das damals dann wieder losgetreten und eine Sektion gegründet. Dann später hat es verschiedene andere Dinge gegeben, insbesondere, und ich komme ja aus dem digitalen Bereich, und da gibt es auch ganz viel Freiwilligenarbeit, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, aber jeden Tag häufig konsumiert, beispielsweise eben wie Wikipedia, nicht, dass ich jetzt persönlich ein Wikipedianer wäre, aber um ein bisschen eine Illustration zu geben, das heißt, im digitalen Raum wird in Open-Source-Projekten ganz viel Freiwilligenarbeit gemacht, das ist ein wichtiges anderes Thema. Dann aktuell, ich habe vor ein paar Jahren mitgeholfen, ein Kultur-Startup aufzubauen.
dass ich der Vermittlung von kultureller Kohäsion über Musik, über die Sprachgrenzen hinweg verschreibe. Und da mache ich das halt alles benevol, mache ich das alles auf freiwilligen Arbeit. Vielleicht noch, ich habe mir immer vorgenommen und das eigentlich auch realisieren können, wenn ich etwas mehr wirtschaftlichen Freiraum hatte, habe ich den Beschäftigungsgrad reduziert, um mehr solche Dinge zu tun, die eben ich dann einfach quasi ohne Bezahlung tun kann. Insbesondere natürlich auch in der Politik ist natürlich das Ganze ein wichtiges Thema. Sehr schön, danke vielmals Gerhard André. Und schön, öffnest du eigentlich bereits quasi den Möglichkeitsraum quasi auch in die zukünftigen Formen der freiwilligen Arbeit, sei es irgendwie im Bereich, voilà, in der digitalen Welt, auf der wir sicher viele junge Personen auch noch gewinnen können. Sehr gut, Aureli, dich frage ich nicht. Das liegt ziemlich auf der Hand mit Seif, hätte ich gesagt. Deshalb, du erlaubst mir, gebe ich das Wort. Noch Nicolas Dalladay, bitte, wie sieht es bei dir aus? Ja, das war immer ein Thema Freiwilligenarbeit. Ganz konkret ein Beispiel. Wir haben in Winterthur kennen wir die Musikfestwochen. Das hat Hunderte von Freiwilligen, die mitarbeiten, die so auch dann nachwachsen eigentlich in die Organisation. Und da war ich schon früh auch dann eher im formalisierten Rahmen als Revisor tätig, viele Jahre. Aber natürlich auch immer mal da und dort aushelfen an der Bar. Steht man auch mal auf der anderen Seite des Tresens. Das ist auch nicht so schlecht. Gut, also Sie sehen, wir haben hier Personen, die nicht nur über das Thema Freiwilligenarbeit sprechen, sondern definitiv auch wissen, wovon sie sprechen. Und damit wollen wir gleich einsteigen. Die erste von vier Thesen, wahrscheinlich eine der aktuellsten. These Nummer eins lautet, die Solidarität, die wir in der Corona-Zeit erleben durften, eine tolle Solidarität, die ist nun wieder verpufft. Sie sehen, ich bin mit Absicht ein bisschen provokativ. Und zwar die Frage wird sein, haben wir es hier mit einem Übergangsphänomen zu tun oder zeichnet sich hier wirklich eine neue Form der Solidarität ab? Und vielleicht, was müssten wir tun, damit wir diese Energie und diese Möglichkeit auch wirklich weiter in die Zukunft tragen könnten? Und ich möchte hier gleich nochmal das Wort Richtung Winterthur geben, dem Herrn Gade. Ja, Blick nach vorne. Wie wird es die Stadt Winterthur schaffen, diese Solidarität auch irgendwie in Zukunft weiterzutragen? Die Frage ist ganz einfach, wie können wir Solidarität nachhaltig unterstützen? Da lohnt sich vielleicht doch noch ein Blick zurück. Wir hatten in Winterthur und in der ganzen Schweiz schon eine ähnliche Erfahrung, also nicht mit Corona, aber mit dieser unglaublichen Solidarität aus der Bevölkerung, die unterstützen wollte, wie wir das diesen Frühjahr erlebt haben. Das war bei den Flüchtlingsbewegungen 2015, 2016, als im ganz, ganz großen Maße sich Personen, Organisationen bereit erklärten, da Arbeit zu leisten. Wir waren fast ein bisschen überfordert, analog im Frühjahr, also so Freiwilligenarbeit überfordert, kann auch überfordern, wenn man sich strukturieren muss. Und von diesen Angeboten, die aber dann eben schon auch von Professionellen, Benevol, Kirchen, Jugendarbeit, anderen Strukturen getragen wurde, haben wir auch heute noch, nicht mehr im gleichen Maß wie 2015, 16, aber immer noch sehr, sehr viele Angebote. Und ich denke, wichtig ist, dass man einen Rahmen gibt, eine Kontinuität. Und ja, und es braucht halt auch ein professionelles Fundament für Treffpunkte, für Deutschkurse und vieles mehr. Und ich sehe es nicht ganz so schwarz jetzt in dem Sinne mit dieser Erfahrung und denke schon auch bei Corona im Frühling, der Lockdown war ein Ereignis, das wir jetzt so nicht haben. Das muss man auch, also das löst auch etwas aus bei der Bevölkerung. Und ich denke, jetzt ist wieder so ein bisschen halb courant normal. Und sollte es schlimmer werden, was wir nicht hoffen, dann glaube ich, kommt auch wieder viel mehr von dieser Unterstützung hervor, die sehr beeindruckend war. Also Sie sagen quasi, die Solidarität ist da, die ist in den Menschen. Doch wir als Stadt, als Gemeinde müssen auch den Rahmen, die Strukturen schaffen, damit sich das auch weiterhin entfalten kann. Vielen Dank. Gebe ich das Wort, Frau Markwald, Blick zurück. So, Szenario. Stellen Sie sich vor, es hätte in der Schweiz hätten wir gar keine Freiwilligenarbeit. Wie hätte so eine solche Situation im 2020 ausgesehen? Ja, aus meiner Sicht ganz trist, weil es war wirklich wunderbar zu sehen, wie die Solidarität gespielt hat, die Nachbarschaftshilfe, wie Junge sich engagiert haben, Plattformen aufgebaut, wie man für ältere Risiko
Leute oder Personen, die zur Risikogruppe gehören, einkaufen geht. Und ich denke auch, diese Solidarität ist jetzt nicht verschwunden, aber es gibt es wahrscheinlich auch wieder ein Bedürfnis dieser Menschen, unter die Menschen zu gehen, selber einkaufen zu können, sich zu treffen. Aber was ich etwas befürchte, ist jetzt während der Wintermonate, wo doch auch die kulturellen Einrichtungen weitgehend geschlossen sind, wo die Tage dunkler werden, wo man rät, zu Hause zu bleiben, dass da eine neue Einsamkeit eintrifft. Und deshalb müssen wir neue Formen finden, zum Beispiel eben die Leute in der Nachbarschaft einmal Anrufe zu tätigen, wenn man sich nicht persönlich sehen kann, um sich auch zu erkundigen, wie es den Leuten geht. Weil es geht nicht nur um die physische Gesundheit, sondern auch um die psychische Gesundheit jetzt während dieser Corona-Krise. Definitiv, und diese hängen ja engstens miteinander zusammen. Vielen Dank. Jetzt Aurélie Gavin, ich habe was hingekriegt. Ich habe es geschafft, und wenn ich so in den Chat schaue, die Neugierde auf deine Person ist entsprechend gestiegen. Du wirst gleich noch etwas zu sagen, wer bist du eigentlich und was bedeutet für dich freiwilliges Engagement? Die Leute sind neugierig. Also, das wird die erste Frage sein, quasi wie engagierst du dich freiwillig im weitesten Sinn und nicht nur bei SAIF? Und eine spezielle Frage, die ich dir gleich noch mitgeben möchte, ist, gerade dieses Jahr haben wir den speziellen Aspekt gesehen, auch quasi zum Teil die Solidarität, manchmal aber auch den Konflikt zwischen den Generationen. Jetzt aus deiner Perspektive von SAIF, was können die freiwilligen Organisationen dazu beitragen, dass in Zukunft diese Solidarität zwischen den Generationen wächst? Also ich bin die Westschweizerin und spreche deswegen selbstverständlich Französisch. Ich beantworte mal die erste Frage. Ich engagiere mich häufig als Freiwillige, logischerweise schon eben mal in unserem Rat, im SAJV. Das ist mehrheitlich ehrenamtlich und auch in meine privaten, in meine Freizeit. Ich engagiere mich im Kulturleben in Freiburg, zum Beispiel ein Comic-Festival, da arbeite ich mit an der Organisation, in einem Theaterensemble und so weiter. Das nimmt schon einen großen Stellenwert ein in meinem Leben. Jetzt zu dieser Idee der Solidarität zwischen den Generationen, wie wir das erlebt haben während der Corona-Krise. Wir haben es ja schon gehört. Viele Gruppen von Jugendlichen haben sich sehr, sehr rasch engagiert bei der ersten Welle. Da gab es die Scouts, die Jungwarte, die ländlichen Jugendkreise, auch Sportgruppen, die sich engagiert haben und der Bevölkerung geholfen haben. Sie waren einkaufen für Risikopersonen und so weiter. Und wir waren wirklich sehr stolz darauf, dass das so geklappt hat. Die Medien haben auch darüber berichtet. Da gab es wirklich ein positives Medienecho. Wir müssen natürlich auch daran denken, dass die Generationensolidarität, also das Engagement der Jugendlichen, das beschränkt sich nicht auf die Corona-Zeit, beziehungsweise das hatten wir schon vorher. Wir organisieren alle 5 Jahre die sogenannte Aktion 72 Stunden. Damit möchten wir zeigen, dass quasi die Jugendlichen sich immer engagieren. Das wird aber alle fünf Jahre organisiert, um das wirklich in den Vordergrund zu stellen. Seit 20 Jahren sehen wir, dass diese Projekte wirklich eben zusammenhängen mit dem Konzept intergenerationelle Solidarität, Jugendliche, die Projekte aufbauen für ältere Menschen und so weiter. Das sehen wir sehr häufig. Dieses Interesse gibt es. Das ist nicht erst mit Corona entstanden. Dann dürfen wir einen Aspekt nicht vergessen angesichts der Krise. Diese Herausforderung berührt alle Generationen. Auch die jungen Menschen. Ihr ganzes Leben wird ja auch auf den Kopf gestellt. Und die Solidarität unter den Generationen, die muss in beide Richtungen gehen. Wir brauchen den sozialen Zusammenhalt. Die Generationen sollten sich nicht so kritisch begegnen, sondern einander eher helfen. Ihr seht, schön bist du da mit deinem Enthusiasmus, deiner Energie. Also falls irgendjemand mal den Mut verlieren sollte, ich denke, Aurélie ist für euch da, holt euch ein bisschen Begeisterung für die Thematik. Also ich sehe, so die erste These war, ist die Solidarität aus Corona ein Übergangsphänomen? Ist sie bereits verpufft? Wir können zum Glück sagen, eindeutig nein, ist sie nicht.
Aber Solidarität lebt nicht einfach so. Sie muss von den verschiedensten Perspektiven wirklich unterstützt, kultiviert werden, damit sie ihr Potenzial entfalten können. Gehen wir gleich über zur These Nummer 2, ein Thema, das heute schon sehr oft angeschnitten wurde. Und zwar, wir stellen fest, die Gesellschaft, schon fast eine Binsenwahrheit, verändert sich in wirklich rasendem Tempo. Sie wird immer komplexer, die Bedürfnisse von Menschen werden immer vielseitiger. Auf der einen Seite haben wir komplexere Herausforderungen, auf der anderen Seite haben wir komplexere Bedürfnisse, auch seitens der Freiwilligen. Etwas plakativ gesagt, ich kann den Freiwilligen nicht mehr einfach sagen, mach bitte heute das und gut ist. Darum erste Frage gleich an dich, Gerhard André. Wie siehst du das als Unternehmen? Braucht es in Zukunft Freiwilligenarbeit überhaupt noch? Oder könnte man nicht sagen, das ist so komplex, das professionalisieren wir? Ja, der letzte Begriff finde ich durchaus spannend, weil wovon reden wir, wenn wir Freiwilligenarbeit benennen? Das ist unbezahlte Arbeit. Das meinen wir eigentlich damit. Und die meiste Arbeit in diesem Land wird unbezahlt getätigt. Neben natürlich den ganz nahen wie Familienbetreuung, Kinderbetreuung, aber eben dann auch in Vereinen etc. Das sind mehr Stunden als bezahlte Arbeit. Und da habe ich, also gehe ich davon aus, dass wir als Gesellschaft uns die Sinnfrage stellen müssen, was untermauern wir mit Geld, was finden wir wertvoll? Also etwas überspitzt gesagt, ich gehe quasi den Tag durch einer Arbeit nach, die mir irgendwie die Miete zahlt und am Abend mache ich dann das Sinnvolle freiwillig und gratis. Also etwas überspitzt gesagt, ich will da nicht quasi alle Menschen, die einer Arbeit nachgehen, wie ich auch einer bezahlten, dass da kein Sinn drin ist. Aber ich finde schon spannend diese Überlegung, was meinen wir eigentlich mit freiwilligen Arbeit und was gibt diese Gesellschaft, welchen Wert misst sie diesen Arbeiten bei? Es gibt dann diese Studien, die sagen, okay, alleine die Kinderbetreuung von Rentnerinnen und Rentner entspricht etwa 8 Milliarden Schweizer Franken. Also das hat realen Nutzen und trotzdem ist es unbezahlt. Worauf ich hinaus will, ich denke, wir tun gut daran, nicht einfach uns darauf zu verlassen, dass es ein separates wirtschaftliches System gibt, das irgendeine eigene Dynamik hat und wo weniger darüber entscheiden, was richtig ist und was falsch. Und daneben man sich dann quasi selbstbestimmt frei entscheiden kann, womit man sich beschäftigen will, wo man sich engagieren will. Also ich denke, in Zukunft werden wir diese Sinnfrage vermehrt uns stellen müssen. Und ich finde, gerade auch als Unternehmer, als Unternehmerin, kommt man nicht darum herum, weil es kommt eine Generation in die Arbeitswelt, die nicht einfach ganz loyal einer Firma folgt und alles durchzieht, was jetzt die Führungsriege findet, das Richtige sei. Es kommt eine Generation nach, die diese Fragen nach Sinnhaftigkeit, nach was ändert das die Welt zum Guten? Ja, dann bin ich dabei und sonst vielleicht einfach nicht. Und ich glaube, das ist eine grundsätzlich gesunde Entwicklung, hat aber etwas, um es dann vielleicht negativ zu sehen, gewissermaßen eine Professionalisierung vielleicht dieser Arbeiten zufolge. Ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Professionalisierung, sondern vor allem ein ehrlicher Umgang damit, was wir eigentlich als wichtig finden als Gesellschaft und was vielleicht nicht. Und ich fände es ehrlicher, dass die Dinge, die wir wichtig finden, auch bezahlt werden. Sehr gut, vielen Dank, Gerhard André. Übrigens einfach zur Begriffsklärung, wir meinen mit Professionalisierung überhaupt nicht, dass etwas besser gemacht wird, sondern einfach eben, dass es in formelle und vor allem dann bezahlte Strukturen übergehen würden. Also hier ist keine Wertigkeit hinter dem Begriff natürlich. Aber das ist sehr spannend, du hast eigentlich den Blick gerade ein bisschen geöffnet. Quasi meine provokative Frage, braucht es die Freiwilligenarbeit in Zukunft überhaupt noch? Nicht einfach so ein plakatives Ja, auf jeden Fall, sondern vielmehr, lasst uns wirklich überlegen, was ist der Wert und wo können auch so die negativen Nebeneffekte sein, quasi günstige Arbeitskraft, von der Freiwilligenarbeit. Frau Markwalder, wir haben es, Sie kennen wahrscheinlich den Freiwilligenmonitor. Wir sehen es, grundsätzlich haben wir, wie es der Adrian Fischer so schön gesagt hat, eine relative Stabilität, was aber nur gewisse Bereiche betrifft. Das heißt, wir haben gewisse Bereiche, wie zum Beispiel der Sport- und Jugendorganisationen, wo die Zahlen effektiv sinkend sind. Und da stellt sich die Frage, macht Ihnen das Sorgen? Aber Frau Mach, was könnten wir jetzt nun tun?
Ja, selbstverständlich macht das Sorgen, weil die Freiwilligenarbeit ist der Kitt unserer Gesellschaft in verschiedensten Belangen. Wir denken vielleicht oft zunächst an das Soziale, aber kein Sportverein, keine kulturelle Organisation könnte bestehen ohne die Unterstützung und den Einsatz von Freiwilligen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor einem Jahr hatten wir das Schweizerische Jugendmusikfest in Burgdorf mit 4.500 Musizierenden. Die sind alle in Vereinen organisiert, wo überall Freiwilligenarbeit geleistet hat. Und wir waren ein Organisationskomitee, das 3 Jahre auf freiwilliger Basis dieses große Fest vorbereitet hat. Das war natürlich nicht gratis, das hat etwa 1,3 Millionen gekostet, die wir auch als Sponsorengelder irgendwo auftreiben mussten mit freiwilligen Sponsorensuchenden. Und haben das aber dann auch gefunden. Aber stellen Sie sich vor, wenn man all diese Arbeit entschädigt hätte, dieses Fest hätte einfach nicht stattfinden können. Und damit will ich auch aufzeigen, dass gerade die kulturelle und sportliche Vielfalt von Freiwilligen lebt und dass es enorm wichtig ist, auch die junge Generation für freiwillige Arbeit wieder zu motivieren und quasi auch etwas der nächsten Generation weiterzugeben, wovon sie als Junge beispielsweise in einem Sportverein profitieren konnten. Mir fällt auf, dass zum Teil eine gewisse Zurückhaltung existiert in der jungen Generation, sich wie langfristig zu engagieren im Vereinsleben, ein Präsidium, ein Kassieramt, ein Vorstandsamt zu übernehmen. Projektarbeit ist nicht so schwierig, für bestimmte zeitlich begrenzte Einsätze Leute zu finden. Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen grundsätzliche Gedanken machen, wie kann man vielleicht Freiwilligenarbeit auch für jene Generation attraktiver machen, die sich nicht so langfristig binden wollen, sondern Plattformen bieten, die ihnen eben auch kürzerfristige Einsätze ermöglichen. Sehr spannendes Thema, das Sie hier gleich ansprechen, möchte ich wie aufnehmen, die speziellen Bedürfnisse seitens der jungen Generation. Und sind wir ehrlich, die junge Generation ist ja meistens einfach so ein kondensiertes Abbild von, was da überhaupt in der Gesellschaft stattfinden wird. Frage 1, quasi These an dich, Gerhard André. Quasi, ihr seid der Experte für Selbstorganisation, ihr arbeitet ja auch nach Alacrity in eurer Firma Leap. Ja, so die Vorstellung, wie würde Freiwilligenarbeit aussehen, wenn wir Freiwillige einfach dabei unterstützen würden, es selbst zu tun? Wie siehst du das Potenzial? Ich glaube, das ist Dreh- und Angelpunkt auch dieser vielleicht Transformation, die die Freiwilligenarbeit durchmachen wird, weil letztlich haben wir ja ein Interesse, dass auch nächste Generationen sich diesen Themen verschreiben können. Jetzt mal abgesehen von der Professionalisierung, das wir vorhin besprochen haben, grundsätzlich, wie arbeitet man zusammen? Und ich hatte verschiedenste Diskussionen, auch jetzt nach der Wahl, weil ich angefragt wurde für Präsidien, die ich dann alle nicht angenommen habe, aus einem auch wichtigen Grund. Ich bin der festen Überzeugung, dass es the boss of it all nicht braucht. Wir brauchen neue Strukturen, wir brauchen neue Governance-Strukturen, dass sich nicht alles kumuliert, dass es nicht einen Mensch gibt, der quasi das Gesicht ist nach außen, der dann quasi die Probleme lösen muss, wenn vielleicht die Geschäftsleitung dieses Dachverbandes nicht mehr funktioniert. Das ist eine für mich etwas antiquierte Vorstellung, dass Vereinsleben so hierarchisch organisiert sein muss, wie das bis jetzt der Fall war. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Erfolg für künftige Freiwilligenarbeit, weil, du hast es vorhin gesagt, es ist eine Generation jetzt am Start, die macht ganz intensiv einen Gig und dann sind sie draußen. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden. Es ist eine Tatsache. Aber wenn die Menschen da sind, dann geben sie alles in kurzer Zeit. Wenn es vorbei ist, sind sie weg. Okay, deal with it. Das ist Teil der neuen Realität. Ich finde das nicht besonders schlimm. Es ist einfach anders. Aber das bedingt, dass man sich eben nicht auf die Suche macht nach dem 3 Jahrzehnte Präsidenten oder dem 3 Jahrzehnte Präsidentin eines großen Verbandes oder eines kleinen Vereins. Es ist eben anders, es braucht volatilere Strukturen. Wir jetzt in unserer Unternehmung haben das natürlich im wirtschaftlichen Kontext umgesetzt, weil wir durchaus eben die Kraft, die Macht von Selbstorganisation erkennen, weil das letztlich zu meiner Ansicht nach zu besseren Resultaten führt und auch stark zur Motivation der Leute beiträgt. Sehr schön. Also wir sehen eigentlich, es findet im freiwilligen Kontext fast schon ein ähnliches Phänomen statt, das wir auch in der Arbeitswelt unter dem Begriff New Work, neue Arbeitswelten, erleben. Wenn wir wirklich die freiwillige Arbeit neu denken wollen, vielleicht auch müssen,
sind wir wirklich damit konfrontiert. Vielleicht setzt es eine ganze kulturelle Transformation und auch ein neues Mindset voraus. Ich möchte gleich dir noch, die Aurélie Cavin, die Frage stellen, quasi noch vorgeholt. Erkennst du dieses Phänomen in der jungen Generation, quasi Kurzeinsätze, dann bin ich wieder weg? Erlebst du das ebenfalls? Und ganz allgemein, siehst du Unterschiede in der Kultur, in der Romandie und in der Deutschschweiz? Je peux te poser la même question en français, si tu veux. Volontiers, pour être sûr. Voilà, pour être sûr. Ich kann die Frage auch noch mal auf Französisch stellen. Gibt es einen kulturellen Wechsel mit der jungen Generation, die sich nicht für 5 Jahre engagiert, sondern nur für ein Projekt und dann gehen sie wieder? Hast du das festgestellt, dass es das gibt? Und gibt es auch Unterschiede zwischen der Romandie und der Deutschschweiz? Gut. Ich bin nicht überzeugt, dass es wirklich einen radikalen Wechsel gibt, denn es gibt auch junge Leute, die sich längerfristig engagieren, vor allem auch bei der Jubla, Jungwacht, Blauring und auch die Pfadfinder. Da sind junge, die sich lange Jahre auch engagieren. Dann gibt es andere Projekte, die entstanden sind, vielleicht kulturelle Projekte, Festivals, die nur kurzfristig laufen. Also ich denke, beides gibt es heute und wir sind nicht unbedingt in einer Änderung, die das eine oder nur das andere will. Also ich denke, die Frage der Generation ist nicht unbedingt fördergründig. Es gibt einfach verschiedene Projekte, verschiedene Arten, sich zu engagieren. Und was die Romandie und die Deutschschweiz betrifft, da kenne ich nicht wirklich prägnante Unterschiede kulturell gesehen. Ich denke, es gibt eher Unterschiede kultureller Art zwischen Städten und Land. Also es ist oft informeller auf dem Land. Also man hilft zum Beispiel den Nachbarn, weil man den Nachbarn kennt. Es ist etwas, was sehr spontan geschieht und nicht durch Institutionen läuft. Und in den Städten hingegen haben wir ein Engagement, das eben über Institutionen läuft, weil sich die Leute weniger gut kennen. Und dann muss das Ganze eben organisiert werden. Es braucht Vereine, wo die jungen Leute sich dann engagieren, eher formal. Also ich denke, das ist eher der Unterschied und nicht so sehr der Unterschied Deutschschweiz-Romandie. Mich besonders begeistert gerade aktuell, ich schaue jeweils in den Chat, und das ist eigentlich, macht weiter so, ein lebendiges Beispiel für Selbstorganisation. Anstatt dass die Teilnehmenden hier einfach über mich den Flaschenhals Fragen an euch stellen, organisieren sie sich selbst. Sie bringen ihre Kommentare, andere beantworten sie. Fantastisch, gelebte Selbstorganisation. Quasi einen Happy Prototype, den wir hier haben. Sehr gut, dann gehen wir nochmals zu Ihnen, Herr Galade. Ja, wir haben eigentlich jetzt zwei Phänomene, mit der sich die Stadt Winterthur konfrontiert ist. Auf der einen Seite in gewissen Bereichen wie Sport- und Jugendorganisation sinkende Zahlen. Auf der anderen Seite dieses eher junge Phänomen. Ich möchte mich vielleicht nicht mehr in einem Verein engagieren, sondern ich gehe eher an ein kurzes Projekt, ein GIG. Wie geht die Stadt damit um? Interveniert sie da oder sagt sie, nicht unser Problem? Ich möchte noch mal auf das Missverständnis zurückkommen mit der Professionalisierung der Strukturen. Da geht es mir nicht darum, allen Geld zu geben, die freiwilligen Arbeit machen. Und das ist auch nicht, dass es schlecht wäre, was gemacht wird. Aber damit du als Freiwilliger, als Freiwillige dich engagieren willst, willst du auch eine gewisse Selbstwirksamkeit haben. Also du willst nicht irgendwo hinkommen, wo man zuerst 3 Stunden warten muss, bis es irgendwie losgeht. Und das ist auch, das ist ja wie beim Dating, das ist ein Matching, das man finden muss. Wer hat welche Interessen, was haben wir anzubieten und das dann zusammen, die Personen dann teilweise auch zu coachen, zu unterstützen. Das ist der Schlüsselpunkt, den wir zur Verfügung stellen müssen. Und das kann auch auf neue Formen geschehen. Wir haben beispielsweise von der Jugendarbeit ein digitales Jugendinfo-App. Da gibt es Sackgeldjobs, also wo junge Leute für ältere Personen gegen Sackgeld, das ist versichert, Tätigkeiten machen. Und als dann die Corona-Krise kam, wurde das einfach umfunktioniert in einen freiwilligen Hilfschat. Oder? Vielleicht kennt man den Nachbarn nicht,
nicht so gut wie in der ländlichen Gemeinde, aber man hat ja irgendwie Tausende von Jugendlichen hier drin, man hat aber auch Dutzende von älteren Personen, die schon in diesem Sackgeldjobbörse drin waren, und dann hat man das umgestellt. Also wir müssen das die Mittel zur Verfügung stellen, damit es auch in agileren, in projektorientierteren Zeiten, in denen wir nun leben, angenommen wird. Aber letztlich ist es auch immer eine freiwillige Sache, ob man freiwilligen Arbeit machen will. Und ja, da müssen wir auch die Strukturen anschauen. Also wir fordern immer mehr, also man muss sich freiwilligen Arbeit auch leisten können. Oder mal ganz vereinfacht gesagt, muss sich das finanziell leisten können, man muss sich das zeitlich leisten können und man muss auch überhaupt den Zugang haben, das Selbstbewusstsein zu sehen, dass man sich einbringen kann. Und das sind, glaube ich, die ganz grossen Herausforderungen, wo wir in Wirtschaft und Gesellschaft zwar am Sonntag sagen, Freiwilligenarbeit ist toll, aber eigentlich dann von Montag bis Freitag, zusehends auch noch in den Samstag und den Sonntag, eigentlich das auch nicht wirklich zulassen. Oder dann eher als Firma sagt man, ja, Volunteering, wir sind da ganz groß, also das ist dann eher ein PR-Produkt, ein bisschen provokativ gesagt. Aber auf der anderen Seite, oder, muss man wie sagen, also vor 20, 30, also 30 Jahren, als ich noch in der Berufslehre war, da war die Realität eine andere, von der Agilität, von der Mobilität, die eingefordert wird, von der Verfügbarkeit. Und das sind dann gewisse Double Binds, die man dann auch irgendwann mal klären muss. Sehr schön. Also Sie sagen ganz klar, ja, sorry guys, es ist und es wird noch komplexer. Vielen Dank. Christa Marka, Sie wollen reagieren, bitte. Ja, dann möchte ich die Harmonie etwas stören. Yeah. Und zwar finde ich, es ist, hat eine sehr gute Entwicklung gerade bei den Großfirmen stattgefunden, die viel mehr auf Corporate Volunteering setzen und dies nicht aus PR-Gründen, sondern auch, weil das einem ethischen Leitbild entspricht und weil es zum Teil auch ein bisschen ein Import aus den USA ist. In den USA kennt man das Corporate Volunteering als Teil der Firmenkultur und wir haben gerade in den großen Firmen auch viele amerikanische Führungskräfte, denen das dann auch wichtig ist. Es zeigt sich aber auch, dass trotz Unterstützung und der Möglichkeit, während der Arbeitszeit auch Volunteering zu leisten oder Freiwilligenarbeit zu leisten, dass der Anteil der Belegschaft etwa bei 25% stagniert. Also es ist etwa ein Viertel, den man motivieren kann, sich an Projekten zu beteiligen. Und dort ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, welche Projekte, welche Partnerorganisationen. Aber ich glaube schon, dieser Bereich hat gerade bei den großen Firmen stark zugenommen und bei den KMUs hat er sowieso Tradition. Also Sie müssen mir einen Unternehmer, eine Unternehmerin zeigen, die beispielsweise jemandem nicht erlaubt, Noten für einen Kirchenchor im Büro zu kopieren. Also ich denke, dort gibt es diese Selbstverständlichkeit, dass man auch Büroinfrastruktur in gesundem Maße nutzen kann, schon seit jeher. Fragen wir doch gleich den Unternehmer. Ja, also ich würde jetzt da gerne auch wieder ein bisschen hineingrätschen und diese Harmonie gerade auch wieder etwas zerschlagen. Ich meine, man kann das auch etwas plakativer sehen als wirklich ein bisschen ein Reinwaschen unserer aktuellen Wirtschaftsordnung, weil wieder, also wir tun quasi freiwillig und in schön orchestrierten Ecken das, was gut ist und die Woche durch einfach das, was den Zaster heimbringt. Ich bin etwas plakativ. Ist erlaubt. Und dieses, was durch die Woche laufen soll, ist eigentlich wenigen Gremien vorenthalten. Ich sitze auch in solchen Gremien und ich finde, das ist eigentlich eine Verkennung menschlicher Entfaltungsmöglichkeiten, wenn man quasi wenigen zuschreibt, definieren zu können, was alle dann zu tun haben. Also ich finde das ein bisschen antiquiert, diese Vorstellung. Vielleicht trotzdem stimmt tatsächlich, bei Lieb haben wir auch trotz allem bei dieser Kritik, die ich jetzt gerade gemacht habe, eine solche Regelung. Also bei uns alle, die mindestens ein Jahr da waren, können 3 Monate unbezahlt nehmen. Wir sagen sogar, nehmt mindestens einen Monat, weil es ist einfach dann ein paar Tage unbezahlt, das könnt ihr so mit der Jahresarbeitszeit, weil wir selbst organisiert sind, sowieso selber organisieren. Aber die Idee ist schon, wenn ihr euch auch wiederum das leisten könnt, das ist nämlich immer noch eine finanzielle Frage, unbezahlt arbeiten, unbezahlte Dinge zu tun, dann kann man das bei uns tun und insofern ermöglichen wir dies.
aber natürlich komplett selbstbestimmt. Was die Menschen in dieser Zeit machen, da sagt die Firma nichts dazu und das ist auch richtig so. Sehr schön. Also wir sehen quasi, liebe Gäste hier und liebe Teilnehmende zu Hause, These Nummer 2, ja, wir können definitiv sagen, es wird komplexer und wahrscheinlich werden sich die Formen der freiwilligen Arbeit auch zunehmend verändern, weil die Anforderungen auch an die freiwilligen Arbeit, die steigen. Und was neu noch aufgekommen ist, wahrscheinlich werden wie überall im Leben diese Grenzen zwischen, was ist Arbeit, quasi ich muss arbeiten, was ist freiwillig, wo werde ich bezahlt, wo nicht, dass diese immer fluider werden. Das wird definitiv mal spannend. Und da würde ich sagen, gehen wir doch gleich zur dritten These. Wie können wir hier auch eine gewisse juristische, gesetzliche Grundlage für diese neue Herausforderung etablieren? Meine These, es ist ganz klar im Interesse nicht nur der Unternehmen und der freiwilligen Organisation und der Städte, sondern auch der Politik, dass Freiwilligenarbeit gefördert wird. Also sind wir ehrlich, bis zu einem gewissen Grad wird auch Kosten gespart. Ich beginne dann gleich mit Ihnen, Frau Marchwalder. In 77 Ländern gibt es gesetzliche Grundlagen, die die Freiwilligenarbeit fördert. Weshalb gibt es dann in der Schweiz nicht? Und was sind dann die Pros und die Kontras? Ja, wir haben uns viele, viele Gedanken gemacht im Rahmen des Forums Freiwilligenarbeit, eben dass die verschiedenen Dachorganisationen unter einen Hut brachte, wie wir die Freiwilligenarbeit ganz generell besser fördern können. Und eine gesetzliche Grundlage befördert die Freiwilligenarbeit nicht per se, sondern es sind die guten Rahmenbedingungen, die Möglichkeit, die eben jemand hat, auch gesellschaftlich sich zu engagieren. Und da gehört zum Beispiel dazu die intrinsische Motivation. Und die kann man einfach nicht per Gesetz festschreiben. Wir haben uns auch überlegt, soll man für die geleisteten freiwilligen Stunden Steuerabzüge geltend machen können. Das wäre dann quasi ein monetärer, indirekter Anreiz. Aber auch da haben wir gefunden, man kann unter Umständen mit einem kleinen finanziellen Anreiz die große intrinsische Motivation mindern oder gar zerstören. Also wenn man jemanden ganz schlecht bezahlt, anstatt dass man jemanden nicht bezahlt, ist das eben ein Unterschied. Und ich glaube, dort müssen wir sehr sorgfältig überlegen, was sind die guten Rahmenbedingungen, und da können wir von der Politik her, vor allem gerade auch auf Gemeindeebene, mit guten Beispielen vorangehen, indem beispielsweise Räumlichkeiten für freiwilliges Engagement gratis zur Verfügung gestellt werden. Es sind diejenigen Sachen, die dann wirklich helfen. Und wenn ich noch einmal zurück zur Motivation komme, sich zu überlegen, was motiviert die Leute denn wirklich? Und wenn sie eben fragen, was ist die Hauptmotivation für ein freiwilliges Engagement, dann ist es nicht primär der Altruismus, wie wir das oft so ein bisschen insinuieren, sondern es ist das persönliche, die Erfüllung, die Sinnhaftigkeit, oder man kann es auch einfach so simpel sagen, es muss Spaß machen. Und wenn etwas Spaß macht, dann kann eben das nicht gesetzlich verordnet werden, genau, sondern nur die Rahmenbedingungen verbessert werden. Und ich möchte auch sehen, in wie vielen dieser 77 Ländern, die eine gesetzliche Grundlage haben, die Freiwilligenarbeit wirklich besser funktioniert als in der Schweiz. Sehr gut, vielen Dank, das würde mir natürlich gefallen. So, Bundesverfassung Artikel Nummer 1, haben Sie Spaß und erleben Sie Ihr Leben als sinnhaft. Gebe ich das Wort wieder nach Winterthur. Herr Galladay, wie sehen Sie das als Stadt? Empfinden Sie das als Ihre Aufgabe, als Stadt, als Gemeinde, das zu unterstützen? Oder finden Sie, nein, das gehört den Kantonen oder dem Bund? Wie ist das? Gut, ich glaube, es ist eine Verbundaufgabe aller. Aber natürlich, am Schluss leben wir alle in einer Gemeinde und dort findet der Alltag statt. Also das gehört dann auch zu einem Kanton und zu unserem Land. Okay, aber ich glaube, das ist schon eine genuine Aufgabe, die vor Ort stattfindet, im sehr nahen Sozialraum, wo man miteinander lebt. Selbstverständlich kann es unterstützend sein, wenn Kantone, der Bund in ihren Strukturen, wo ja ganz viel Kultur, Sport, Soziales auch organisiert wird oder Voraussetzungen geben werden, mitbedenkt, wo man Freiwilligenarbeit und freiwillige Strukturen
begünstigen kann und nicht behindern kann. Und natürlich wäre es schön, so eine Grundlage zu haben, aber eben, ich glaube, das Monitoring hat gezeigt, dass wir Europa oder weltweit eher schon fast auf dem Podest stehen. Ja, und dann noch einige von den 77 mit den Grundlagen hinter uns stehen. Aber ich glaube, es macht schon Sinn zu überlegen, Erhebungen, Best Practice, Austausch, Plattformen, dass man die auch überkommunal macht, dass das nicht alle selber erfinden müssen, aber die Erfahrung, die machen wir, glaube ich, in den Kommunen, in den Gemeinden, in den Städten. Und ja, das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, die auch dort hauptsächlich angesiedelt ist, aber nicht ausschließt. Sehr gut, vielen Dank, Gerhard Ander. Ich sehe, dass die Perspektive. Ja, ich bin tatsächlich auch kein Fan davon, das irgendwie gesetzlich zu verankern, Freiwilligenarbeit zu fördern. Und ich glaube, das wäre ein Ajustieren hinter dem Komma. Mich interessiert das vor dem Komma. Nämlich die Leute befähigen, frei zu entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen, was sie mit ihrer Zeit tun. Ich komme zurück auf die Rentnerinnen und Rentner dieses Landes. Ich habe selber Schwiegereltern und Eltern und sehe, wie sich die engagieren mit einem Grundeinkommen, mit einer Grundsicherung. Und siehe da, es passiert ganz, ganz viel. Ich glaube, wir sind heute in einer Gesellschaft, vor allem auch in einem Wirtschaftssystem, wo sowieso Kaufkraft erlangen sich verändert. Also wir haben heute ein System, das eigentlich immer noch so funktioniert wie in der Industrialisierung, sind aber in der digitalen Welt unterwegs, wo Erträge ganz anders erwirtschaftet werden, durch wenige Menschen ganz viel. Aber das System wird immer noch bezahlt von all denen, die einem ganz normalen Tätigkeit, vielleicht auch handwerklicher Tätigkeit, nachgehen. Und ich glaube, da werden wir irgendwann mal merken müssen, dass das so nicht weitergeht und wir so quasi uns nicht finanzieren können werden. Und wenn wir das noch weiter denken, werden wir zum Schluss kommen, wir brauchen so etwas wie eine Grundsicherung. Faktisch haben wir das heute schon. Wir lassen eigentlich niemanden hängen. Mit einem sehr bürokratischen, stigmatisierenden Sozialsystem. Ich bin viel, viel optimistischer, was die Fähigkeiten selbstbestimmter Menschen anbetrifft. Wenn wir sie ausstatten mit einem Grundsockel an Sicherung, dann entfalten sie sich, ohne dass es irgendwelche Regelungen braucht von staatlicher Seite, weil das ist dann im besten Sinn liberal. Sehr gut. Die Frau Politikerin fühlt sich angestoßen. Bitte. Ja, da muss ich natürlich genau vehement widersprechen, weil die Grundsicherung. Du bist nicht eine dieser Liberalen. Es gibt viele Liberale, die das Idee unterstützen. Die Grundsicherung der Älteren über die AHV oder auch über die Pensionskasse ist natürlich angespartes Vermögen, respektive in der AHV auch eine solidarische Umverteilung, wo die Leute einbezahlt haben. Und wenn wir von einer Grundsicherung für die ganze Bevölkerung sprechen, dann kann das in einem idealistischen Weltbild schon funktionieren, obwohl es eine super Umverteilungsübung wäre. Aber wir setzen natürlich auch die Anreize komplett falsch. Also ich denke, wir sind immer noch eine Gesellschaft, die auch sich darauf verlassen können muss, dass Leistung belohnt wird. Also dann sagt das eigentlich, du glaubst nicht daran, dass die Menschen Freiwilligenarbeit leisten würden, wenn sie keinen Anreiz haben. Wir sind hier an einem Podium, wo es genau darum geht. Natürlich. Wie glaubst du denn an die Menschen? Was würden sie tun? Heute, wo wir nicht eine Grundsicherung für alle haben, ich meine für jene, die es nötig haben, weil sie krank, weil sie invalid sind, weil sie Geburtsgebrechen haben oder weil sie ihren Job verloren haben, haben wir Sicherungen, aber nicht einfach per se. Und ich denke, wir würden völlig falsche Anreize schaffen, weil ich habe es vorhin auch erwähnt, wenn wir gewisse Arbeiten schlecht bezahlen, dann fehlt die intrinsische Motivation. Und für Freiwilligenarbeit ist das der absolut wichtigste Faktor, warum sich jemand überhaupt engagiert. Und ich denke, es wäre wirklich falsch, die Stellschrauben so setzen zu wollen, einmal eine gesamte Grundsicherung einzuführen. Wir haben übrigens darüber auch abgestimmt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und es resultierte ein sehr grosses Nein daraus. Und damit die Leute quasi nachher einen Anreiz hätten, ihr Leben freier zu gestalten. Sie hätten vor allem keinen Anreiz, beispielsweise junge Leute eine Lehre zu machen, eine Ausbildung zu machen, weil sie mit dem Grundeinkommen mehr verdienen würden als mit einem Lehrlingslohn. Also ich würde vorschlagen, weil meine Haltung ist, wenn die Experten sprechen, dann im Zweifelsfall gehe ich die Zielgruppen selbst befragen, was sie denn denken. Und darum kommt jetzt gleich eine spontane Frage meinerseits. Sie haben gehört, was wir tun könnten. Aber jetzt mit Blick auf die Freiwilligen,
Wie sieht es aus mit deiner Rechtsgrundlage? Bringt das etwas oder nicht wirklich? Ist das nicht die richtige Interventionsebene? Ich wollte schon mal sagen, es gibt schon eine Rechtsgrundlage in der Schweiz für das Engagement, für die Förderung der Freiwilligenarbeit bei den Jugendlichen. Das Obligationenrecht sieht in einem Artikel vor, dass junge Menschen unter 30 Jahren, die beschäftigt sind oder in eine Lehre, 5 Tage pro Jahr bekommen, um sich ehrenamtlich für eine Jugendtätigkeit zu organisieren. Das gibt es also und wir schlagen dafür auch die Werbetrommel für diese Gesetzesgrundlage. Es gibt sie und für uns ist das ein super Fundament, um Junge zu motivieren, zu sagen, ihr habt Recht auf diese 5 Tage oder mehr. Eine Gesetzesgrundlage ist schon sehr wichtig, um dann eben zu werben. Das ist auch eine Anerkennung der Behörden, die sagen, was ihr tut, ist so wichtig, dass wir das ins Obligationenrecht aufgenommen haben. Also Gesetzesgrundlagen sind ein starkes Signal der Behörden auch so. Und heute sehen wir bisweilen bestimmte Hindernisse, skurrile Barrieren. Man muss quasi dafür bezahlen, dass man freiwillig arbeitet mit Jugendlichen zusammen. Da muss man zum Beispiel einen Strafregisterauszug beibringen und dafür muss man buchstäbliche in die Tasche greifen, das kostet was. Das sollte man doch wirklich endlich vereinfachen und man sollte nicht diese unsinnigen Hürden aufbauen, die die Freiwilligenarbeit behindern. Wir haben des Langen und des Breiten gesagt, wie wichtig Freiwilligenarbeit ist. Die hat auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Und wenn jetzt die Freiwilligen selbst das noch berappen müssen, da haben wir schon ein massives Problem. Und das Signal, es gibt eine Gesetzesgrundlage, ist schon wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Und damit schließen wir die These Nummer 3 Runde. Ja, es ist im Interesse nicht nur natürlich der Freiwilligenorganisation, sondern auch der Politik, dass man grundsätzlich irgendeine Basis dafür schaffen kann. Die Frage ist aber natürlich anschließend sehr genau hinschauen, damit man nicht plötzlich irgendwelche Fehlanreize und institutionalisierte Sinnhaftigkeit und Spaß unterstützen würde. Das wäre natürlich sehr schade. Gehen wir noch zur 4. These. Und zwar, wir haben gesehen, ja, die einzelnen Organisationen können, sollen etwas tun, auch die Politik ist gefragt, aber ebenso haben die Unternehmen, sprich die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, eine wichtige Rolle in der Förderung der freiwilligen Arbeit zu spielen. Es geht ja mitunter auch darum, dass man im Kontext der freiwilligen Arbeit sich enorm vielseitige Kompetenzen aneignen kann, die man je nachdem sich nicht als irgendwie Coder bei Leap, wobei der arbeitet in vielsten Circles, aneignen kann. Also, die Frage ist in diese Richtung, und ich gebe gleich nochmals Ihnen, Frau Cava, die Frage ist, haben nicht auch Arbeitgeber ein Interesse daran, die Freiwilligenarbeit zu fördern? Und jetzt mal Frage gleich hier, wie engagiert ihr euch heute als SAIF in der Anerkennung der Kompetenzen, die sich freiwillig aneignen? Und vielleicht auch, was empfiehlt ihr anderen Organisationen, die hier zuhören? Alors, le XAJ a justement vraiment, c'est vraiment un sujet important pour lui, la reconnaissance du bénévolat. Et on a un nouveau projet. Für die SAJV ist die Anerkennung der Freiwilligenarbeit sehr, sehr wichtig. Wir haben ein Projekt lanciert namens Schlüsselkompetenzen. Sinn und Zweck ist es, die Freiwilligenarbeit, dieses Dossier Benevolat, das Sie bestimmt alle kennen, in den Vordergrund zu stellen. Die ganze Arbeit, die läuft für die Freiwilligenarbeit, soll so in einem Dossier, in einer Akte festgehalten werden. Das kommt dann auch jemandem zugute, der eine echte, in Anführungszeichen, Arbeit sucht, eine Nicht-Freiwillige, dass diese Kompetenzen anerkannt werden. Der SJV arbeitet mit vielen Jugendorganisationen zusammen an diesem Dossier und hinterher müssen natürlich die Jugendorganisationen die Freiwillige einstellen, diesen Dossier auch nachschlagen, denn dort wird ja das geleistete Engagement belegt. Und natürlich auch mit Blick auf die Anerkennung des Gelernten. Und dann folgt eine ganze Nacharbeit. Man muss die Arbeitgeber auch sensibilisieren. Die Arbeitgeber müssen dieses Dossier auch erstmal kennen, logischerweise, und sie müssen sehen können, was man so an Fähigkeiten entwickelt in der freiwilligen Arbeit und inwiefern man das ummünzen kann in der Berufswelt. Gleich an Sie, Gerhard André. Ja, ursprünglich habe ich mir mal aufgeschrieben, wie würden Sie reagieren, wenn ein Mitarbeiter um 5 Tage frei wünschen würde, damit er einen freiwilligen Einsatz leisten könnte. Jetzt habe ich vorher von Ihnen gehört, ja, Bullshit, nehmen gleich 3 Monate. Also offenbar ist das bei euch kein Problem. Aber da möchte ich gleich noch eins anhängen.
wäre allenfalls die Möglichkeit eines durch die Firma bezahlten freiwilligen Einsatz, den man dann selbst organisieren könnte, wäre vielleicht auch das eine Möglichkeit für die Zukunft. Zumal wir gesehen haben, Freiwilligenarbeit muss man sich auch leisten können. Kleine Klammerbemerkung, ich bin etwas verwirrt mit dem Du und dem Sie. Ich duze jetzt einfach. Ein paar Mal war es Du und ein paar Mal war es Sie. Also insofern, man möge mir das verzeihen. Ja, effektiv, ich habe es vorhin gesagt, bei uns ist es so, dass man eigentlich kleine Freizeit sich man einfach organisieren kann. Wir haben Jahresarbeitszeit und gewissermaßen eine Vertrauensarbeitszeit. Die Menschen bei uns in der Firma schauen selber, welche Stunden sie wann leisten. Natürlich immer innerhalb der arbeitsrechtlichen Bedingungen. Ich würde vielleicht, nachdem ich vorhin etwas versucht habe, die Dinge sehr schwarz-weiß zu machen, wieder ein bisschen Harmonie in die Runde zu bringen. Genau, komme ich jetzt wieder auf eine harmonischere Schiene. Ich sehe natürlich durchaus, dass es dann so Übergänge gibt. Oder wenn ich mir schon nur vorstelle, ich meine, ich habe davon profitiert als junger Schreiner, dass ein Schreinermeister sich entscheidet, in die Berufsbildung zu investieren. Und das freiwilligen Engagement gewissermaßen gesellschaftlich, das weitergeht als gerade der Benefit, gerade der Gewinn, den ich dann nächste Woche einfahren kann. Ich glaube, wir haben in der Schweiz tatsächlich ein sehr gutes Fundament für diese Art von Engagement, sei das in der Berufsbildung. Das sind Firmen, die von außen in die Schweiz kommen, die verstehen das zum Teil nicht, wie das funktioniert, holen sich dann einfach die ETH-Abgänger und sind irgendwie zufrieden. Aber das geht weiter, ist ganz tief verankert in der Schweiz. Und jetzt innerhalb von Unternehmen, bei uns ist es effektiv so, ich würde sagen, es gibt verschiedene Bereiche, wo das eben so überschwappt, das freiwillige, zum Teil bezahlte Engagement. Ich nehme zwei Beispiele. Ich meine, der Zukunftstag bei uns ist nicht, weil wir nicht top-down organisiert sind, ist das nicht eine Entscheidung einer Direktion, sondern bei Menschen mit der notwendigen Energie dafür. Und sie anerkennen das als etwas Sinnvolles für die Firma und tun das einfach auf die Kosten der Firma. Und das ist richtig so, das lassen wir komplett zu. Das ist der Deal innerhalb der Firma. Und dann gibt es noch anderes Engagement, so Community-Events, vor allem dann eben wieder in den Open-Source-Gemeinden, also wo an Software entwickelt wird. Linux ist vielleicht das prominenteste Beispiel. Alle von uns werden jeden Tag irgendwie Linux gebrauchen, unbewusst oder bewusst. Das ist eine Software, die ganz viel durch freiwillige Arbeit global co-kreiert wurde. Und bei uns in der Firma ist es so, dass häufig in Projekten die EntwicklerInnen den Tag durch für den Kunden etwas entwickeln, eine Anforderung entwickeln, ein Feature, und dann am Abend gehen sie heim oder bleiben noch länger im Büro, machen daraus ein Open-Source-Derivat, das dann quasi für die Allgemeinheit zur Verfügung steht. Und da holen sie sich dann auch Anerkennung und Ruhm und Ehre, weil das wird dann publik, das ist dann sichtbar, dieser Open-Source-Code. Und da wird plötzlich eine Lohnarbeit, geht dann über in den Feierabend und dann mache ich noch weiter und da hole ich mir dann den Wimpel. Also ich sehe da durchaus hybride Modelle, wie Firmen eine Rolle spielen können in dieser ganzen Idee des kompetitiven Co-Kreierens, also der Koopetition. Ich halte das für ein sehr spannendes Zukunftsmodell für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also weg vom «The winner takes it all», wir machen ein paar Einhorn-Milliardäre und die anderen sollen schauen. Ich glaube, da gibt's dazwischen gibt's spannendere Modelle. Und das kompetitive Co-Kreieren ist so etwas. Sehr schön, vielen Dank. Und ich hätte gesagt, dass mir persönlich, ich hoffe Ihnen zu Hause oder im Büro am Bildschirm, macht auch das Mut, was wir von diesen vier wunderbaren Persönlichkeiten hier gehört haben. Wir sind über die Möglichkeiten, der Herausforderungen der Zukunft der freiwilligen Arbeit drüber geflogen, haben gesehen, was alles möglich, aber auch kontrovers ist. Ich möchte schließen und du darfst dann gleich beginnen mit eurem persönlichen Wunsch für die Zukunft der freiwilligen Arbeit. Wie sieht die aus? In kurzen Worten. Ich möchte natürlich, dass die Jugendlichen sich weiter engagieren und dass ihr Engagement auch anerkannt wird und dass die intergenerationelle Solidarität in beide Richtungen weiter funktioniert, denn wir brauchen heute den sozialen Zusammenhalt. Es ist auch wichtig zu sehen, was jetzt schon alles gut läuft und dass wir das auch in Zukunft erhalten. Und es ist nicht nur die Freiwilligenarbeit, die den Kit und die Kohäsion für die Gesellschaft ermöglicht, sondern es braucht eben auch Teilhabe und Zugang aller in der Gesellschaft, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben und den Mut haben, auch Freiwilligenarbeit zu machen.
Ja, ich hoffe, dass wir die Rahmenbedingungen verbessern können, um wieder vermehrt Leute zu motivieren, sich freiwillig zu engagieren in den verschiedensten Bereichen, dass sie diese Motivation an den Tag legen können. Und ich möchte auch immer daran erinnern, wir haben es gehört, Freiwilligenarbeit braucht Anerkennung. Vergessen Sie Freiwilligen nie, Danke zu sagen, weil Dank ist der Lohn für Freiwilligenarbeit. Ich wünsche mir im besten Sinn eine liberale Gesellschaft, in der nicht nur wenige darüber bestimmen können, was als sinnvoll erachtet wird, sondern eigentlich alle Menschen auf Augenhöhe. Ich habe da ein utopisches Bild, aber man darf sich durchaus utopischen Bildern widmen, um vielleicht auf dem Weg Dinge zu verändern zu können. Ganz im Sinne davon, was wir heute darüber sprechen, nämlich freiwilliges Engagement für das Richtige. Sehr schön. Vielen Dank diesen vier wunderbaren Gästen. Leider können wir euch jetzt hier nicht einen Trommelwirbel oder einen Applaus einspielen, aber er sei euch bewusst, ich mache das stellvertretend für alle anderen Personen, die irgendwo zu Hause am Bildschirm sind. Vielen Dank.